Hallo, heute geht es um Vorurteile. Vorurteile, das sind ja Urteile, wo man geurteilt hat, bevor man eigentlich geurteilt hat. Also quasi ein Urteil über etwas so am Kopf vorbei, aus dem Rückenmark raus, in die Welt. Das sind Vorurteile. Was dabei rauskommt, das kennen wir grundsätzlich. Das sind solche Sachen wie eben pauschal, die Griechen sind faul. Oder Schwarze sind grundsätzlich musikalisch. Oder so vollkommen haltlose Sachen wie mittelalte Herren, die Schirmmützen tragen, tragen in der Regel deswegen Schirmmützen, weil sie keine Haare auf dem Kopf haben. Vollkommen haltlos. Das sind Vorurteile, das brauchen wir nicht. Schlimm ist, dass diese Vorurteile auch in der Politik wieder salonfähig geworden sind. Dass Staaten über andere Staaten pauschal urteilen, Völker über andere Völker urteilen. Ebenso geht es im Verhältnis Deutschland-Griechenland. Es ist viel Porzellan zerschlagen worden wegen Vorurteilen. Viele Deutsche angeheizt durch die wirtschaftswissenschaftliche Fachpresse, also die Bild-Zeitung, wieder gesagt haben, die Griechen sind faul. In der Politik war es nicht besser, hat die deutsche Regierung gesagt, es ist ein Skandal, diese neue linke griechische Regierung, denen kann man kein Geld geben, die tragen ja nicht mal Krawatten. Kam direkt die Retourkutsche von Varoufakis, selber Skandal, ihr Deutsch, ihr habt einen Finanzminister, der ist früher mit Schwarzgeldkoffern rumgelaufen. Gut, das war jetzt kein Vorurteil, das war ein faktenbasiertes Urteil. Deswegen hat sich auch der Schäuble so drüber aufgeregt. Schäuble hat gleich gesagt, du Skandal, diese neue griechische Regierung, die sagt Sachen über mich, die stimmen. Das hat in meiner Partei noch keiner gewagt. Gut, aber sonst, wie gesagt, das ging, in der Regel ging es um Vorurteile, die dieses Porzellan zerschlagen haben. Und Vorurteile, das ist wirklich der Anfang allen Übels. Warum gibt es überhaupt Vorurteile? Das ist Reduktion von Komplexität. Das heißt, mit Vorurteilen kommst du leichter durch die Welt. Das ist der Vorteil von Vorurteilen. Nachteil, du hast dann halt mit der Realität eigentlich nichts mehr zu tun. Vorurteile, wie gesagt, ich würde sagen, der Anfang allen Übels. Geht gar nicht, Vorurteile. Okay, jetzt außer so, sag mal, Pauschalurteile über Gruppen, wie zum Beispiel CSU-Wähler sind rückständige Menschen, die Bayern voranbringen wollen, indem sie die Welt mit vollkommen sinnlosen PKW-Mautkonzepten terrorisieren. Das kann man sagen, das ist total okay. Oder solche Sachen wie AfDler, das sind grundsätzlich fremdenfeindliche ältere Herrschaften, die Salz- und Pfefferjacketts für den letzten Schrei der Mode halten. Das ist auch okay. Aber sonst, Vorurteile, das ist der Anfang allen Übels. Dem gilt es, sich wirklich entschlossen entgegenzustellen. Warte mal gerade. Was ist das denn jetzt schon wieder? Mann, 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 das wird ein bisschen leiser da draußen. Mann! Wieder typisch. Ja, wieder junge Leute, Jugendliche. Vollkommen rücksichtslos. Ja, ach, ihr mich auch. Mann, Mann, Mann. Geht's noch? Das Allerletzte. Ja, das war mein Beitrag gegen Vorurteile. Bis nächste Woche.